Leider sehr wenige. Im deutschsprachigen Raum ist mein Roman jetzt das erste Buch, das sich mit dem kompletten Leben dieses Mannes beschäftigt. Es war viel Recherchearbeit und das, glaube ich, ist ein ganz gutes Buch geworden. Obwohl das Leben dieses Mannes für mich von Geburt bis zum Tod sehr interessant ist und spannend, habe ich mich entschieden, natürlich eine Stelle zu lesen, die mit der Titanic zusammenhängt. Und zwar setze ich genau da ein, wo Captain Smith aus dem Schlaf gerissen wird, als der Eisberg mit dem Schiff kollidiert. Durch einen leichten Ruck wurde ich aus dem Schlaf gerissen. Mein Blick fiel auf das Buch Der Bürgermeister von Carterbridge, das aufgeschlagen auf meinem Bauch lag. Ich war noch angekleidet. Verdammt, murmelte ich vor mich hin, als ich mich ächzend aus meiner unbequemen Lage im Sessel erhob. Ich war tatsächlich eingeschlafen und hatte von Eleanor und Mel geträumt, die sich mit unseren Hunden im Garten amüsierten, als ein Beben das Schiff durchlief. Für einen Sekundenbruchteil war dieses Zittern in Form eines Erdbebens in meinen Traum eingedrungen und hatte meine Familie erschrocken innehalten lassen. Es dauerte eine Weile, bis mir zum einen klar wurde, dass sich Großbritannien fernab sämtlicher tektonischer Störungszonen auf der Erde befand und zum anderen, wo ich mich befand. Vielleicht hätte ich das Glas Wein nicht trinken sollen, dachte ich, als ein erneutes, leichtes Rumpeln den Schiffsrumpf durchfuhr. Es erschien keineswegs bedrohlich, sondern wirkte auf mich eher, als hätten wir einen oder zwei Eiskälber gestreift. Ich blieb für einen kurzen Moment auf der Kante meiner Schlafstatt sitzen, um richtig wach zu werden, und lauschte dabei den Geräuschen, die das Schiff machte. Als ich ein weiteres Mal eine leichte Bewegung fühlte, wurde mir klar, dass doch etwas geschehen sein musste. Ich sah auf die Uhr, kurz vor Mitternacht. Ich spürte plötzlich, wie mein Herz zu hämmern begann. Waren wir doch in das Eisfeld gelangt, vor dem uns die anderen Schiffe permanent gewarnt hatten? Der Klang der Maschinen hörte sich anders an als sonst, und ich vermeinte jetzt, ein leises Rumpeln unter mir zu hören. Als ich meine Kammer verließ, lief ich in Richtung Kommandobrücke. Meine Müdigkeit war von einer Sekunde auf die andere verflogen.